Und damit willkommen zurück zu 8-Bit Armies in der abdrückenden Kampagne. Let's Play. Mission Boxspringen, letzte Mission erfolgreich geschafft und heute der Sternzerstörer. Das ist es, Commander. Cordobas Basis nimmt das letzte Territorium unseres Landes ein, das vom Feind gehalten wird. Halten Sie ihn hier auf und wir können den Krieg in den Hinterhof des Feindes verlagern. Wir haben seine Luftunterstützung gelähmt, sodass der Himmel frei bleiben sollte. Doch machen sie sich in allen anderen Bereichen auf heftigen Widerstand gefasst. Aber wir kriegen endlich danach die Artillerie. Endlich. Schon wieder kann ich es verkaufen. Okay. Die vorletzte Einheit. Und wir haben 20 Minuten Zeit. Alle drei gegen Haupt. Oh Gott. Das scheint ein bisschen herausfordernder zu werden. Nur ein bisschen. Hübsche Map. Dahin. Constructing. Oh Gott, ist die Map klein. Also die Minimap. Die ist ja winzig. Du. Mal dahin. Du. Dorthin. Du auch. Da oben hin. Gleicher Spam. Und dann noch eine Raffinerie, bitte. Aber kein einziges Gebäude. Oh Gott, das wird echt nervig. Das heißt, ich will erstmal rechts den Gegner weghaben. Und dann verteidige ich mich nach links etwas stärker. Okay, komm zurück. Location received. Ich brauche erstmal meine Einheiten, dass die überhaupt repariert werden. Und mit der Mitte her, da stelle ich ja meine Einheiten hin, also von daher passt das da. Keine Kisten, ne, das sind keine Kisten. Und die Kisten in der Basis? Nee. Machine Gun Turret complete. Danke. Constructing. Yes, ATC? Bis auf euch. Kommt mal rüber. Where are we going? So, jetzt. Constructing. At your service. Und das Radar, wie weit das... Wie viele Radar haben wir denn? 1, 2, 3. Wow. Und hat das so eine hohe Reichweite? Roger that. Affirmative. Power plant complete. Constructing. Reparatur. Repairing. Reparatur. Motor pool complete. Du bist der Haupt. Renegades Airlines. Oder seien sie denn gefeuert? Ich habe keine Ahnung. Oder seien sie denn gefeuert? Okay. Da, wo es mich absolut nicht interessiert. Sehr schön. Okay. Ja, Raketenturm. Ich bin da überlegen, dann einfach keine Flugeinheiten zu bauen. Ja, aus diesem Grund. Weil das einfach nur nervig ist. Motorpool complete.
Constructing. Und wenn sie von der Mitte aus ganze Zeit angreifen, ist das mir vollkommen egal. What is the mission? Machine gun turret destroyed. Was? Wo? Da, oh mein Gott. Okay. Okay, dann mache ich die Mission irgendwann anders nochmal. Ist okay. Hey, jetzt aber. Dann mach ich, ich mach's einfach außerhalb der Folge. Ist okay. Ja, ist okay. Dann weiß ich das jetzt nämlich auch. Die kommt immer nur in die Mitte, nicht da oben hin. Motorpool complete. Constructing. Okay. Let's go. Ah. Keine Ahnung, wer das von den beiden hier ist. Der ist noch nicht tot. Die Türme zählen nicht, das weiß ich. Brauchen wir noch ein Tor, Radarturm. Jetzt ist es vollkommen irrelevant. Ob ich etwas abbreche. Ah, da ist Raffinerie. Und da auch, okay. Ja, gut. Air support ready. Locked on target. Nee, immer noch nicht weg. Power plant complete. Ah. On the way. Constructing. Ist die Frage, wo haben die denn noch was? Wie gesagt, Abwehrtürme zählen ja nicht, das wurde ja schon gesagt, ne? Ah. Radar. Gott. Das ist nicht. Ach so, ist nicht kaputt gegangen. Deswegen. Nee, doch, es ist kaputt. Commander. Tank ready. Orders. Auf jeden Fall sind die beide. Das ist jetzt hier oben Wallace. Zumindest hat er hier seine Raketensilos. Zwei davon, okay. Vielleicht hat er da hier in der Mitte noch irgendwie was, der Band gehört. Aber hier ist. Nee, das ist. Kann auch nicht sein. Oder er ist schon draußen, aber bekommt es einfach nicht mit. Ja, ja. Huch, wann habe ich die denn gemacht? Yes, Command. Roll out. Mein Gott. Alter. Was für eine Verteidigungslinie. Moving out. Aber mal ehrlich, wo hat... Noch was da, gehe ich jetzt einfach hin. Let's go. Das war echt unvorteilhaft. Oh. Hätte es so gut werden können, aber nein. Ah, ich muss es ja verkacken. Ja, ist nicht so wild.
Die paar Ingenieure. Roger. Motor pool complete. Und der letzte für den vollen Bonus. Für die zumindest. Heading to location. On the way. Time to fly. Geht da mal da hoch. Ja, aber die Basen sind also ne. Definitiv mehr. Die Mission braucht schon etwas länger. Got your back. Wohl dort sollten eher die Atomwaffen sein. Wenn das hier genauso gespiegelt ist einfach. Roger. Heading to location. I'm here. On the way. 23 Sammler haben wir, wow. Von denen ich nicht wirklich viel mitbekomme. Ah. Yes. Ja gut. Load 'em up. Wenn noch 50% dort stehen, kein Wunder. Structure sold. Ja, vielleicht sollte ich das verkaufen, dass die wirklich hier hingehen zu meiner Hauptabgabestelle. Sag ich doch, die haben das hier. Sehr schön. Keine Atombombe mehr für euch. Für euch auf mich. Und wir haben keine Raffinerie anscheinend mehr. Genau, schieß auf den Hintersten, nicht auf den nächsten oder so. Ah. Priorisierung der Ziele. Manchmal sehr seltsam. Let's go. Na dann, weg mit dem Strom. Warum wollen die denn dahin allesamt? Orders. Onward. Let's go. Nervt mich dort ein bisschen. Roll out. Ist doch Cordoba da oben, okay. Crush 'em. Moving out. Ah, dass ich eigentlich dann die Artillerie habe, das ist super. Endlich mehr nicht nur Panzer, sondern auch endlich mal was gegen Gebäude und gegen Massen an Einheiten. Außer die kommen wieder mit Lufteinheiten, aber dafür habe ich meine Ingenieure. Theoretisch. Oder sind das ja einfach nur Sammler? Irgendwie seltsam. Harvester under attack. Ah. Yes, Command. Blast him. I'm here. Sieht so aus, als würden die allesamt da. Keine Ahnung. Oder sind das Einheiten, die sich da sammeln? Gibt mir natürlich leider keine Sicht. Aber es sind normale Einheiten, die sich da sammeln, weil die sind zerstört worden. Ja, macht er fein. So ein Einzelner macht natürlich nicht viel Schaden, aber halt eben die Masse, ne? Darum kauft's an. Moving out. Onward.
Alter, die arme Stadt. einfach ihn zermalmt. Let's go. Roll out. Crush him. Tank ready. Moving out. War das Cordoba nicht die Raketen hatte, sondern Wallace? Das ist schon irgendwie seltsam. Obwohl bei, ne, bei Wallace haben wir, ne, bei Cordoba haben wir sie ja gestohlen, wir sind ja zerstört. Genauso wie seine Luftunterstützung etc. Ha. Naja, was soll's. Und dann geht er einfach da rein. Let's go. Müsste nur Verteidigung sein, ne? Also kann ich sie komplett ignorieren. Schon wieder fast fertig, die Panzer. Geht aber gar nicht. Da holen sie das Geld, ist okay. Ah, die haben noch gar nicht alles abgesammelt bei sich. Oh. Oh, die haben ein paar zu viele Sammler. Für eine Raffinerie. Ah, das ist nicht mein Problem. Sehr schön. Auch wenn ich es jetzt nochmal spielen darf. Aber gut. Das war's mit der Folge. Ja, das war echt doof. Aber ich habe dann jetzt immer an die Artillerie ein bisschen. Einheit, die langstreckende Flächenschaden verursacht. Gut gegen eng stehende Zielgruppen. Kann nicht auf Lufteinheiten fallen. Oh. Erfordert den Fuhrpark und die Radarstation. Oh. Aber gut. Das war der Sternzerstörer. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns dann bei den krachenden Wellen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.